Weiter geht's mit Silent Hunter 3 mit dem Großmod GWX 3.0. Wie man hier sieht, habe ich gerade eben die Meldung gekriegt, also den Funkspruch, dass morgen, wir haben gerade den 31. August 1939 um 4.45 Uhr die Kampfhandlungen gegen Polen beginnen. Ist ja immer das Legendäre, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Hier steht 4.45 Uhr, da Silent Hunter 3 mir hier immer die Weltzeit anzeigt, also 4.45 Uhr nach Londoner Zeit bzw. UTC, das ist jetzt etwas komplizierter, und Ortszeit hier drüben und auch in Deutschland 5.45 Uhr wäre dementsprechend. Und daher sagt er mir 4.45 Uhr. Da ich das jetzt bereits so schön weiß, kann ich mich natürlich Richtung Hela begeben. Wie ich im ersten Part gesagt habe, ist mein Plan, diesen polnischen Hafen und Gotenhafen, was auch in Polen liegt, anzugreifen. Und eben dann auch so praktisch zeitgleich mit Kriegsbeginn, dass ich dort bereits warte. Also setze ich mal schön einen Kurs dorthin und gebe Vollgas. So, gehe ich mal auf die Brücken. Wie man sieht, hat sich das Wetter ein bisschen verschlechtert. Also das hätte ich jetzt, sowas hätte ich ehrlich gesagt in der Ostsee nicht für möglich gehalten. Also einfach jetzt in Silent Hunter 3, da so einen Sturm ich vor allem aus dem Atlantik kenne. Also ich denke mal, in Real Life wäre sowas schon in der Ostsee möglich, aber ja, in Silent Hunter 3 ist Wetter alles in allem immer ein bisschen besser, als es wirklich ist. Und hier sieht man auch diesen Waterstream Mod, den ich im ersten Part angesprochen habe, sehr, sehr schön. Ich habe ja gesagt, sobald es das Boot ein bisschen umschaukelt wird, wird das Ganze deutlich besser sichtbar. Und eben das ist jetzt der Fall. Und ja, was ich eigentlich jetzt dazu sagen muss, was ganz große Neuerung von Silent Hunter 3 auch ist, inzwischen eigentlich selbstverständlich, ist dynamisches Wetter. Also, dass sich das Wetter auch ändern kann. Mit GWX 3, also mit Mod, ist das erheblich öfter der Fall als mit Silent Hunter 3 Original. Also beim richtigen Silent Hunter 3, wie es eigentlich war, kann es halt schon passieren, dass man mal 3 Monate lang dasselbe Wetter hat. Und eben hier ist es jetzt deutlich schneller, der Wechsel. So, ich muss nur aufpassen. Zwar kennt Silent Hunter 3 da jetzt mit dem 1. September habe ich auch eine neue Basis, nämlich Kiel. Wie man hier an der Farbveränderung sieht, kann man praktisch mit dem Kriegseintritt auch nur nach Daten sagen. Also jetzt ab 0 Uhr ist Polen bereits feindlich. Was heißt, dort muss ich bereits tauchen, da ich dort an der Spitze der Hela-Halbinsel einige schwere Küstensicherungsbunker platziert habe. Einfach damit das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher wird. Hier, das sind von dort draußen bis in die Bucht hinein. Ja, 15, 20 Kilometer. Das könnte ich selbst auf größter Fahrt getaucht fahren. Ja, dabei mache ich einen Höllenlärm und gehe deswegen nicht nur, um meine Batterien zu schonen, auf geringstmögliche Fahrstufe. Jetzt, wo ich in Küstennähe bin, ist auch der Wind wohl etwas weniger geworden und die Wellen somit auch kleiner, da hier einfach das alles durch so hohe Wellen wie gerade eben komplett geflutet werden würde. Silent Hunter 3 ist eigentlich alles Wasser und das Land ist dann einfach so wie eine wie Pappmaché drüber gelegt. So, und ich denke mal, ab hier tauche ich. Dann fahre ich da jetzt eben einfach auf Seerohrtiefe langsam rein und hoffe, nicht entdeckt zu werden. Ich habe gerade eben noch Hela und Gotenhafen ein bisschen im Missionseditor bearbeitet, was dort an Schiffen drin ist und so, da Gotenhafen beispielsweise komplett leer war. Also Gotenhafen ist der zweite Hafen, den ich angreife, und na, dort drin sind, kann man dann gucken, das stand alles von mir. Jetzt geht der Stress schon los, kann ich nur hoffen, dass der mich nicht entdeckt. Das heißt, ich sage am Befehl am besten Schleichfahrt. Schleichfahrt. Das bedeutet, dass da sieht man es einfach, alles, was Lärm macht, verboten ist. Also hohe Fahrstufen, also hohe Geschwindigkeiten, wobei ich ja schon auf niedrigster Stufe fahre, Torpedos nachladen, reparieren und lenzen. Also Schäden reparieren oder Wassereinbrüche lenzen.
Hier kann ich dann, denke ich mal, auch mal die Uncut zeigen, die ich eingefügt habe. Dort sieht man bereits die Lichter, also die Leuchttürme an den Einfahrten von Hafen von Hela. Und ja, durch den Nebel dauert das jetzt halt ein bisschen. Hier ist es, die Küste. Und dort ist beispielsweise einer dieser großen Bunker. Und eben, wenn die einen entdecken und das Feuer auf einen eröffnen, brauche ich, glaube ich, nicht sagen, dass es kein Spaß ist. Weil das sind mindestens 10 Zoll Geschütze, also 25 Zentimeter, eher sogar 15, wie es die Bismarck hat. Oder hatte denn alles in allem sehen, auch hier dieser Turm, denen der Bismarck sehr ähnlich. Also ich würde sagen, das sind einfach die Bismarck-Türme eben mit den 15 Zoll 38,2 Zentimeter Geschützen in einem Betonbunker drin. Und ich habe so einmal provoziert, mich anzugreifen, und nach einem einzigen Treffer von denen ist das Boot zerstört. Wobei die sehr selten treffen. Aber trotzdem möchte ich es jetzt nicht erzielen, dass die das Feuer auf mich eröffnen. Was heißt, ich fahre hier einfach mal rein. Und Fischerboote sind hier, habe ich auch ein paar hier in der Bucht hinzugefügt. Nee, allem Anschein nach hat der mich nicht entdeckt. Inzwischen ist Tag, da drin wieder auf die Tagesbeleuchtung umgeschaltet wurde. Also vielleicht hat man es gerade eben irgendwo mal kurz gesehen. Bei Nacht ist die Beleuchtung im Boot auf Rot umgestellt. Einfach da man mit da das rote Licht so langweilig ist, also so wenig Energie transportiert, dass sich die Augen dabei nicht an Licht gewöhnen. Was heißt, wenn ich jetzt, also jetzt bei Nacht, bei der Beleuchtung ans Seerohr gehen würde, wäre ich halt praktisch die Helligkeit im Boot gewöhnt und würde zuerst mal draußen, wo es dunkel ist, gar nichts sehen. Und dadurch, dass auf Rot gedimmt wird, ist man halt bereits Dunkelheit gewöhnt und muss nicht erst ein paar Minuten warten, bis man am Seerohr oder auf der Brücke was sieht. Das ist der Sinn dahinter, dass nachts das Licht auf Rot umgeschaltet wird. So, da ich im Hafen immer nur auf kurze Distanz schieße, kann ich schon mal hier in Torpedo-Vorhaltrechner, heißt die Feuerleitung, von der ich im ersten Part bereits gesprochen habe, die Geschwindigkeit aller Torpedos auf schnell stellen. Das geht nur mit den T1 G7A Dampftorpedos. Die Elektrotorpedos haben alle nur die Geschwindigkeitseinstellung langsam, und eben der T1 G7A ist meiner Meinung nach fast sogar der beste. Da seit heute Morgen sind die Angriffe gegen polnische Aggressoren eröffnet. Punkt. Und ja, jetzt bereits nach wenigen Minuten erfolgt der nächste Angriff auf Polen. Ist halt von denen scheint es doch das Wetter ein bisschen verrückt zu haben. Also hier diese beleuchteten Schiffe sind nur neutrale. Ist auch eines der Features von GWX, dass neutrale Schiffe mit dem Mod dann beleuchtet werden. Also hier dieser Frachter beispielsweise, da sieht man die polnische Flagge, ist eben nicht neutral, also ein feindliches Schiff, und dadurch halt abgedunkelt. Wobei für Polen gibt es gar keine beleuchteten Schiffe, da einfach Polen nur eigentlich gar nicht neutral ist. Ähnlich wie England wie England beispielsweise, daher hat es die Mühe einfach nicht gelohnt, alles doppelt einzufügen. Also Polen und England haben gar keine beleuchteten Schiffe, nur abgedunkelte. So. Hier diese drei Frachter, die drei polnischen Frachter hier habe ich beispielsweise auch hinzugefügt. Und ja, hier irgendwo sollte nämlich noch. Ups, das gehört nämlich auch bei GWX dazu, dass Schiffe durch schlechtes Wetter ebenfalls sinken können, was hier mit dem offenbar der Fall zu sein scheint. Also dort sieht man noch einen Mast und hier ein bisschen Treibgut. Da sieht man es nämlich, ein norwegisches mittleres Passagierschiff oder wie es heißt, war das nämlich ursprünglich mal. Und offenbar verträgt das Sturm nicht so gut, oder zumindest Sturm im Hafen, was ja eigentlich unlogisch ist.
Also ich könnte mir vorstellen, dass von Wellen so heftig hin und her geworfen wurde, dass es hier gegen die Kaimauern geprallt ist und dadurch dann halt irgendwann so schwer beschädigt wurde, dass es gesunken ist. Ja, da scheint noch irgendwas explodiert zu sein. Und hier dieses ganze Treibgut ist ebenfalls ein zusätzlicher Mod, den ich noch installiert habe. Also im Original sein Tanta 3 und Original GWX hat man ein paar Kisten wie diese hier. Und mit diesem erweiterten Treibgut-Mod kommen beispielsweise noch Leichen, wie man sie hier sieht. Fässer, andere Fässer, andere Kisten. Nochmal andere Kisten, nochmal andere Fässer, Rettungsringe, also lauter Treibgut. Ich glaube auch mitunter zerbrochene Rettungsboote und auch Schlauchboote, also praktisch Schlauchboote als Rettungsboote, die dann langsam wegtreiben bzw. wegfahren. Und ich denke mal, je nachdem wie lang das hier schon gesunken ist, werden die halt schon relativ weit weg sein, ansonsten könnte ich die zeigen. So, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich von allem, was sich da drin befindet, komplett überrascht. Und ich weiß eigentlich schon sehr genau, was mich dort erwartet, da ich das Ganze einerseits bereits ausprobiert habe und eben der Missionseditor noch ein paar Sachen hinzugefügt habe. Also um den hier brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Der hat nur ein Geschütz vorne dran und keinerlei U-Boot-Abwehrwaffen. Was heißt, wenn ich getaucht bin, kann der nichts gegen mich machen, außer mich verpetzen, dass ein Zerstörer kommt. Das sind so meine Hauptfeinde. Und eben aufgetaucht kann man solche bewaffneten Crawler, ist das da, glaube ich, sogar mit dem Deckgeschütz vorne am Boot versenken. Also eigentlich nur eine Hilfswaffe, wobei ich die sehr, sehr exzessiv einsetze. Da einfach die 14 Torpedos, die ein Typ 7B als Bewaffnung mit sich führt, mitunter sehr, sehr schnell verschossen sind. So, ich denke mal, sobald ich dort am letzten Wegpunkt bin, fahre ich mein Seerohr aus. Hier den Seerohr-Sound habe ich beispielsweise auch verändert. Also es war ursprünglich so ein total komisch klingendes Brummen und das klingt jetzt, finde ich, eher wie, wie eine Ölpumpe. Also die Seerohre wurden hydraulisch ausgefahren. Das war so eine Art großer Zylinder, in dem eben per Öldruck dann das Periskop ausgefahren wurde. Und der Sound kommt dem Ganzen, finde ich, einfach näher. Ebenso habe ich halt die Motoren sonst geändert, also Diesel- und E-Maschinen. So, und da V- und W-Klasse wusste ich ehrlich gesagt schon, dass die hier sind. Das andere ist auch einer. Wie man unschwer erkennen kann, sind es dieselben. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt schon, aber ich tue es mal einfach so, als wüsste ich gar nichts. Denn eben, ich habe vor, aus dem Winkel per Magnetzünder die Torpedos zu schießen, was auf die so eine kurze Distanz auch problemlos möglich ist. Und eben damit ein Magnetzünder. Also die Torpedos haben zwei verschiedene Zündverfahren. Einmal per Aufschlagzünder, da brauche ich, glaube ich, nicht weiter erklären, was es damit auf sich hat. Oder per Magnetzünder. Das heißt, dass die das Schiff unterlaufen müssen, dann unterhalb vom Kiel durch das die Schwankungen im Erdmagnetfeld, die so einen Riesenhaufen Stahl verursacht, gezündet werden. Und dazu muss der Torpedo eben etwa einen Meter unterhalb des Kiels laufen, was heißt, ich muss den, also ein bis zwei Meter unterhalb des Kiels laufen, was heißt, ich muss hier gucken, welchen Tiefgang diese Schiffe haben. Da V- und W-Klasse hat 3,5 Meter, sage ich, ich mache 1,5 Meter mehr, sind 5 Meter. Also stelle ich Rohr 1 und Rohr 2, die ich vorhabe, auf diese beiden Schiffe zu schießen, auf 5 Meter Tiefe ein. Und sobald der Torpedo das Schiff unterläuft, zündet er eben. Und der Vorteil daran ist, dass der Winkel egal ist. Und aus so einem spitzen Winkel kann es gut sein, dass der Zünder von einem Kontakttorpedo nicht aktiviert wird. Einfach da der das Schiff nicht trifft, sondern vorne irgendwie abprallt. Und das ist mein Hauptgrund, jetzt gerade mit Magnetzündern zu schießen. Und Magnetzünder verursachen auch einfach mehr Schaden. Also es kann gut sein, dass dadurch der Kiel des Schiffs reißt. Das heißt, das Schiff zerbricht dann. So, hier ist auf schnell, habe ich bereits gestellt. Solange ich nichts verändere, stehen die Torpedos auch immer auf Magnetzünder. Und
sofern möglich schieße ich eigentlich Kontaktzünder, da einfach Magnetzünder mitunter auch durch andere Schwankungen im Erdmagnetfeld ausgelöst werden können und somit zu früh zünden. Damit habe ich einerseits ein Torpedo daneben geknallt und verrat viel zu früh meine Anwesenheit. Und jetzt haben sie mich entdeckt. Also hier habe ich auch das Seerohr vielleicht ein bisschen zu weit ausgefahren. Das ist dann leicht zu entdecken. Habe ich jetzt nicht bedacht. Wobei die beiden als verteut eingestellt sind. Das heißt, die können im Moment gar nichts machen. Es ist gut möglich, dass der andere Zerstörer, der hier gerade eben irgendwie unterwegs war, halt als nächstes angerast kommt, um was gegen mich zu unternehmen. Wobei hier im Hafen bin ich relativ sicher, da die KI von seinen Tanta 3 ausgesprochen blöde ist und der dann einfach auf direktem Weg auf mich zufährt und dann, je nachdem von wo er kommt, halt hier auf die KI-Mauern laufen wird. Ja, da jetzt peilen beide. Also man hört es, dass zwei Pings sind und ja, die Torpedos haben eine Sicherheitsdistanz von 300 Metern, also erst ab 300 Metern zünden sie, was heißt, es wird höchste Zeit, dass sich die das Feuer eröffnet. Tor 1 los und der andere. Und ja, der Nachteil an diesen Dampftorpedos ist halt, dass die Dampf bzw. die Druckluft, mit denen die angetrieben werden, halt nach hinten entweicht. Ja, nee, scheiße. Das war jetzt mal richtig Overkill, dass der zwei Torpedos abgekriegt hat und der vordere, warum auch immer, keine. Oh scheiße, mir fällt's ein, der war wahrscheinlich schon weniger als 300 Meter entfernt. Was heißt, die Torpedos konnten von dem gar nicht gezündet werden. Scheiße! Da, ich sag ja, die Torpedos sind mitunter sehr, sehr schnell weg. Ich habe auf die Weise halt schon einen verschwendet. So, das ist ein mittelgroßer Frachter, für den muss ich bei den Handelsschiffen gucken, wobei ich von dem auch den Tiefgang weiß. Ein paar Schiffe sind einfach so häufig, dass man da relativ schnell die Daten auswendig weiß. Aber trotzdem, ich mache jetzt halt einfach keine Ahnung wieso. Da, mittelgroßer Frachter, 9,2 Meter stelle ich auf 10 Meter ein. Wieder auf schnell und 10 Meter. Tiefe. Alles im Wasser. Eben diese Blasenbahnen verraten einfach auch sehr schnell die Anwesenheit von einem. Also auf die Distanz sind die problemlos sichtbar. Sie werden üblicherweise auf so einen Kilometer ungefähr frühestens entdeckt. So, klingelt's Telefon, Entschuldigung. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Das Ganze ging ein bisschen länger, deswegen habe ich das jetzt einfach rausgeschnitten. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich überhaupt stehen geblieben bin. Also den hier hat es offenbar auch zerbrochen und ja, ich habe es ja gerade eben schon gesehen, da an der Ecke stehen noch zwei weitere Frachter und die greife ich dann wohl als nächstes an. Also die sollten eigentlich auch langsam auf dem Periskop sichtbar werden. Was ich ganz vergessen habe, ist die Schleichfahrt aufzuheben und Leute in den Bug-Torpedo-Raum zu schicken, damit die mir die Torpedos nachladen. Da hätte ich jetzt noch lange warten können. Bis dem so ist. Gut, was ist dessen jetzt? Na, da scheint an den Racks nochmal was explodiert zu sein irgendwo. Egal, ich schick weiter Leute vorne rein, einfach damit es mir die Torpedos schnellstmöglich nachlädt. Weil da oben an dem Balken, grünen Balken sieht man halt, wie viel die Abteilung leistet. Das hängt davon ab, wie viele Leute dort drin sind und wie kompetent die sind. Und jetzt ist voll, aber
Wie man sieht, dauert es immer noch lang genug, ein Torpedo nachzuladen. Also, das ist das mal ganz sicher kein Trampdampfer und den da hat es immer noch nicht. Na egal, ich weiß eigentlich, was es ist. Also das eine ist noch ein mittelgroßer Frachter und das andere ist ein großes Frachtschiff. Ja, das ist jetzt wirklich eine Sauerei, dass er mir die nicht erkennt. Und die sollten eigentlich... All das hasse ich, wenn Schiffe einfach nicht im Seerohr erscheinen. Da, jetzt endlich hat das. Torpedos sind nachgeladen. Nach, ja, mindestens 10 Minuten. Jetzt bin ich viel zu nah. Was heißt, jetzt spare ich es mir auch jedes Mal zu gucken. Ich weiß, die haben beide etwa 9 Meter Tiefgang. Was heißt, beide brauchen die Torpedos auf etwa 10 Metern Tiefe. So. Und zwischenzeitlich bin ich viel zu nah dran. Was heißt, ich muss rückwärts von da wieder weg. So, und jetzt sollte das Ganze eigentlich gehen. 10 Meter schnell. Los. Kuh ist Mündungsklappe öffnen. Entschuldigung, was ich gerade eben gesagt habe. Und auf hier auch 10 Metern schnell. Jetzt mache ich mich hier dünne. So. Gut, ich habe dem jetzt gerade eben nicht auf die Mittschiffslinie gezielt, sondern auf die Maschinenräume, da ich mir einfach Sorgen mache, dass Mittschiffs vielleicht doch noch zu nahe ist. Ich deswegen stattdessen auf den zweitschwächsten Punkt, nämlich die Maschinenräume, schieß, da die einfach ein sehr, sehr großer Raum sind, der nicht durch Shots unterteilt ist und somit halt, wenn der voll läuft, ein Schiff üblicherweise nimmer zu halten ist. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der hier auch schnell genug sinkt. Hier sieht man auch sehr schön die geänderte Schadensdarstellung, also ist auch ein zusätzlicher Mod, den ich installiert habe, der einfach die Schadenstextur ändert. Also beim Originalseilen Tanta 3 sieht es einfach aus, als wäre dort alles ein bisschen verbeult und das trifft es einfach überhaupt nicht. Also ein Torpedo reißt einen sehr, sehr großen Krater ins Schiff rein und das hier trifft es, finde ich, einfach besser. Genauso ist bei Schäden durch Beschuss, also durch Geschütze. Hier sieht man auch, die Maschinenräume sind zerstört, beziehungsweise das ganze Schiff. Daher steht, also die Schraube hat sich noch nie bewegt, aber wenn ein Schiff zerstört ist, stehen auch die Maschinen still, was nicht immer der Fall ist. Also mitunter laufen die noch weiter, während ein Schiff sinkt, aber bei seinen Tanta stehen die einfach still. Und ja, hier sieht man, da die Maschinenräume zerstört sind, dass die Maschine ganz fehlt. Da schieße ich auch bei schnell fahrenden Schiffen immer zuerst auf die Maschinen, um die nach Möglichkeit zu stoppen, dass ich sie einhole, da ein U-Boot einfach nicht wirklich schnell ist. Und der hier... Ne, ich dachte gerade, ich hätte den... Ah doch, ich habe den ein Stück tiefer gelegt, was heißt, der müsste eigentlich auch langsam sinken. Torpedos sind nachgeladen. Also ich hoffe es zumindest, ansonsten muss ich halt wiederkommen. Ah, eigentlich sieht der schon so aus, als sinkt der. Also zwar langsamer, aber der sinkt. Geräusche werden schwächer. 2, 6, 7. Ganz schwach. So, und damit der nicht weiter nervt, der jetzt aus dem Heckrohr. Aal ist im Wasser. Zerstörer hält einfach gar nichts aus. Die sind ungepanzert und einfach klein und ja, man sieht, wie fatal ein Torpedotreffer für die ist. Und sobald ein Schiff zerbricht, werden aber diese, wird eben diese Schadenstextur nimmer dargestellt, also die verschwindet dann.
Mal gucken, was der hier. Ja, der liegt nochmal tiefer. Naja, ich. Ja, also um den brauche ich mir keine Sorgen machen, bis der mir jetzt gerade irgendwie gefährlich werden würde. Ah, der. Das große Frachtschiff will offenbar. Nee, das sinkt sehr wohl. Dann fahre ich wieder in den Hafen rein, einfach um sicher zu gehen, dass der das auch über das Seerohr sieht, dass das sinkt. Und dass er mir somit die Versenkung auch nach Möglichkeit eben nicht aberkennt. Weil es scheint sich ein bisschen verselbstständigt zu haben, wenn das jetzt dort liegt. So, da ich aus dem Heckrohr geschossen habe und das somit leer ist, lade ich jetzt als nächstes unbedingt das Heckrohr nach. Einfach, da es immer praktisch ist, ein Torpedo noch in Reserve zu haben. Wird sich auch früher oder später zeigen, warum. Also immer im Bug und im Heck sollte man eigentlich mindestens einen über haben. Jawohl, Kalle. Beide Maschinen, kleine Fahrt, 50 Umdrehungen. Jetzt. Nee. Jetzt dachte ich gerade schon, es könnte sein, dass ich hier in die Wracks hineinlaufe. Ja, das wäre ein bisschen blöd, weil halt immer, wenn man mit dem Wrack kollidiert, die merkwürdigsten Dinge passieren. Also da kann es sein, dass es ist auch einer der Bugs, die ich aus Versehen irgendwie da reingesetzt habe, kann es passieren, dass ein rumschleudert oder was weiß ich, ein abgestürztes Flugzeug bei der. Also abgeschossenes Flugzeug bei der Bismarck-Einzelmission, die ich ein bisschen verändert habe, ist, hat mal die Bismarck zum Fliegen gebracht, als es da drauf gestürzt ist. Und, eben. Ich habe halt keinen Bock, dass ich jetzt dadurch mitunter schwer beschädigt werde durch eine Kollision mit einem Wrack, was mich dann halt eventuell eben rumschleudert oder halt ich zu Wracks immer einen gewissen respektvollen Abstand ein, um eben sowas zu verhindern. So. Gut, da ich keine Ahnung habe, wie tief der jetzt liegt, also wie viel Tiefgang der hat, stelle ich den Torpedo auf 0 Meter und Kontaktzünder, um sicher zu gehen, dass der trifft. Und da jetzt kriege ich den wieder mal nicht ins Seerohr, also der Seerohr, der wird einfach nicht erkannt. Nee, hat er nicht. Das heißt, ich fahre noch mal ein Stück näher. Ich hasse es. Jawohl, Herr Kalle. Kleine Fahrt zurück. Jetzt muss ich halt nur aufpassen, dass die Torpedos auch möglichst senkrecht einschlagen. So. Rohr 1, eben 0 Meter, Kontakt, schnell, gut, stimmt. Aal ist im Wasser. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er nicht abprallt. Also es kann halt bei Kontaktzündern mitunter passieren. Und eben da der halt auch Schlagseite hat. Nee, der hat getroffen. Auch da gerade jetzt, wenn es an Treffer an die Seite ist, sieht man halt sehr schön, was für einen Schaden eigentlich ein Torpedo verursacht. Gut, ich denke mal, hier in Heda brauche ich jetzt nichts mehr machen. Was heißt, ich mache mich jetzt dünne. Das ist eigentlich immer die größere Schwierigkeit, wenn man einen Hafen angreift. Fahre einmal quer durchs frische Haft durch nach Otenhafen. Ich denke mal, zwischendrin kann ich auch mehr oder minder gefahrlos auftauchen. Und das mache ich aber lieber vorwärts.
Sprechpeilung. Frachter. Geräusche werden schwächer. Oh, das war knapp. 3, 4. Ganz schwach. Das hätte ich beinahe die Mole getroffen. Als Zerstörer scheinen hier keine unterwegs zu sein. So, die können wieder in die Kojen und ich kann auf Schleichfahrt gehen. Einfach möglichst keinen Lärm zu machen. So, gebe ich ein bisschen Zeitraffer, bis ich hier ausreichend weit weg bin. Sagen wir mal, ja, 7500 Meter vom Hafen Hela entfernt. Tauch dort dann anschließend auf, fahr wieder bis auf 10 Kilometer an guten Hafen ran und tauch dann wieder. Und wiederhol dann das Ganze letzten Endes eigentlich. Oh, ich bin Zerstörer. Auf 2, 8, 3. Hier sind schon 2 bewaffnete Troll, also das wird alles in allem. Wenn ich jetzt auftauchen würde und deckgeschützt schieß, was aber glaube ich bei dem Wetter nicht geht. Ne, dann bleibe ich lieber getaucht, wenn ich mich nicht per Deckgeschütz verteidigen kann. Oh, ich bin Zerstörer. Auf 2, ja, 1, jetzt 5. Ist auch der Zerstörer unterwegs. Ah, eben hier die 24 Kilometer gehen problemlos per Batterie oder per getaucht. Hier sieht man, die Batterien haben noch 90% ungefähr Akkustand. Und ich denke mal, anschließend gehe ich dann wieder rauf auf die Ostsee und kreuz dort rum, wie es auch vor Kriegsbeginn der Fall war, dass ich halt jetzt nach Kiel, wo ich ja hin muss, als neue Basis fahre und dabei halt einfach so Schlangenlinien fahre, um noch die Ostsee abzudecken, um zu gucken, ob dort irgendwas unterwegs ist. Das muss ich gar nicht. Oh, ich meine, Zerstörer wird schnell lauter. 2, 1, 2, ganz schwach. Ich habe halt keinen Bock, dass die mich jetzt anhand vom Seerohr entdecken. Es ist jetzt blöd, dass ich im Moment den Zeitraffer nicht so hoch einstellen kann. Da hier halt einige Schiffe unterwegs sind. Also hier beispielsweise der Schlepper, der in Gotenhafen einfach immer im Kreis fährt. Das habe ich eingestellt. Hier die beiden bewaffneten Trawler und das Fischerboot. Zerstörer. Also das bin ich jetzt halt einfach mal vorsichtig, dass der Zerstörer, der hier ja unterwegs ist, nicht zumindest mich nicht entdeckt. So. Ja, es ist jetzt blöd, dass es so ewig dauert. Also hier sieht man, es ruckelt und es kotzt mich halt an, Seilentanta 3 kann immer nur auf einem CPU-Kern laufen. Was heißt, der 6-Kern-Prozessor von mir nutzt mir jetzt gerade herzlich wenig. Es ist halt einfach blöd, dass es in dem Sinne ein bisschen schlampig programmiert ist und dann halt doch immer mal wieder ordentlich was. Also halt einfach anfängt zu hängen. Auch wenn es, also das Spiel ist von 2005, ich habe einen relativ guten Computer und es ist dann halt einfach blöd. So, ich fahre jetzt gerade gezielt in den Teil vom Hafen, weil ich halt ja selber die Schiffe hinzugefügt habe und weiß, was wo ist. Ich weiß sehr genau, was mich in Gotenhafen erwartet. Das alles von mir stammt, der Hafen war eigentlich leer. Also hier sind halt ein paar Fischerboote, die mich jetzt nicht weiter interessieren. Und, ja, den hier hat es auch durch den Sturm versenkt. Und, hallo? Da ist es nämlich, das habe ich gesucht. Hier so ein altes Passagierschiff. Das ist polnisch und das da ist, soweit ich weiß, russisch.
Und das Passagierenfrachtschiff dort, was gesunken ist, wetterbedingt, war, glaube ich, schwedisch. Also habe eben alles ich hinzugefügt hier drin, daher weiß ich so genau Bescheid, was hier was ist. Und ja, eben, das ist mir beim Ausprobieren aufgefallen, dass das hier nicht wirklich durchdacht war. Habe ich gedacht, super, da passt der leichte Tanker haargenau rein, setze ich da doch einen leichten Tanker rein, sieht nett aus. Und ja, es stellt sich die Frage, wie der Außerpermissionseditor hier reingekommen sein sollte. Weil der halt da... Ist jetzt blöd, dass man die Kamera nur so langsam drehen kann. Ob sie da die Rohre abgeschraubt haben oder was, also das habe ich nicht wirklich durchdacht. Ich habe schon mal aus Versehen zwei Schiffe an genau dieselbe Stelle gesetzt und das habe ich dann doch lieber entfernt. Eben hier, das ist auch nochmal schwedisch, dieser Erzfrachter, und da der Küstentanker oder was es ist, wiederum ist russisch. Weil die habe alle ich hinzugefügt, daher weiß ich so genau, was hier ist. Und eben da hinten die Fischerbötchen sind allesamt polnisch. Also da zwei Schoner sind es, glaube ich. Und eben hier ein kleiner Trawler und, ups. Dann hier noch dieses, ja, nochmal ein kleiner Fischkutter, keine Ahnung, was es genau ist. So, ich weiß, wie gesagt, was es für ein Schiff ist dort vorne, daher kann ich schon mal im Handbuch gucken, welchen Tiefgang das hat, damit ich da jetzt nicht so viel Zeit mit verschwende. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber das ist es, das Passagierschiff da, 10 Meter, was heißt, ich stelle die Torpedos auf. Also einen Torpedo brauche ich vermutlich wieder nur, den stelle ich auf 11 und natürlich wieder schnell. So. Das dauert aber noch ein bisschen, bis ich so weit bin, dass ich so nah dran bin, dass ich schießen kann. Und eben, der ist noch nicht mal hier so in Sichtweite, einfach bedingt durch den Nebel. Und wie der Schlepper, der hier im Kreis fahren soll, jetzt in den Teil vom Hafen gekommen ist, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Den hatte ich nämlich eigentlich eingestellt, dass er hier so einen Kreis fährt. Und wie der dahin gekommen ist, wüsste ich jetzt auch gern. Schon mal gucken, da sind die ganzen Fischerbötchen. Und da, das sollte ich jetzt eigentlich langsam ins Seerohr kriegen. Und da die ersten, dann, jetzt habe ich es. So. 370 Meter entfernt, was heißt, es reicht, dass die Torpedos nicht zünden. Und eben 11 Meter Tiefe. Alles im Wasser! Und ich kann mich dann auch schon mal in den zweiten Teil des Hafens begeben. So. Und ja, wie das jetzt wieder an die Oberfläche kommt, obwohl es zerbrochen ist, wüsste ich auch äußerst gerne. Ich sag ja, mit Wracks gibt es hin und wieder ein paar merkwürdige Bugs. Und eben während ich den anderen Teil des Hafens angreife, gebe ich dem jetzt mal Zeit zum Sinken. Und wenn er dann immer noch schwimmt, komme ich halt wieder. Aber dem scheint nicht so zu sein. Da unten steht feindliche Einheit zerstört. Jawohl, Kalan. Und da sieht man jetzt auch den Schlepper, wie er offenbar mehr oder minder hoffnungslos probiert, dort wieder hindurchzukommen. Und hier diese zusätzlich gemoddeten Schiffe, also beispielsweise der, was weiß ich, der Schoner oder was es da hinten ist. Ups. Oder da kleine, ne, der kleine Fischkutter ist, glaube ich, original, aber da der Schoner beispielsweise ist in
aus GWX. Und eben das hier ist nochmal ein zusätzlicher Mod, den ich extra heruntergeladen habe. Und die haben mitunter äußerst merkwürdige Namen. Also TUS beispielsweise oder die Queen Elizabeth heißt, glaube ich, PPE. Und ja, ist halt merkwürdig. So, vorteilhaft ist natürlich, dass ich jetzt bereits alle Schiffe hier im Seerohr hab. Oder auch nicht. Ich kann schon mal gucken, das ist ungefähr Lage 9-0. Oder ne, 0 stimmt, ich laufe ja noch drauf zu. Tanker einfach nur. Das heißt, ich kann schon mal, die Tanker sind wieder weiter hinten. 10 Meter, was, oder 11 Meter, Richtung, was heißt, ich muss die Torpedos auf 12 stellen. So. Und jetzt halt wieder abwarten, bis ich im Winkel stehe, dass ich auf den schießen kann. So, wieder schön auf die Mittschiffslinie. So. Und los. Alles im Wasser. Also eben diese Blasenbahnen haben die Elektro-Torpedos nicht. Das ist der Vorteil von denen. Aber der Nachteil ist halt, dass die einerseits deutlich weniger Reichweite haben. Und auch je nachdem also langsamer laufen und allesamt weniger Reichweite haben. Die laufen alle nur 30 Knoten. Der hier gerade eben auf schnell eingestellt, lief 45 Knoten. Und der T3 ist der Elektrotorpedo mit der größten Reichweite, hat 7,5 Kilometer. Zum Vergleich hier der T1 auf 30 Knoten, also langsam, hat 12,5 Kilometer Reichweite. Das sind halt die Vorteile der Dampftorpedos, um den Nachteil, dass man die halt entdeckt und dadurch mitunter noch ausweichen kann. Insbesondere wendige Schiffe wie Zerstörer. Ja, im Moment hält er sich noch. Das ist auch ein Zusatzmod, der in GWX enthalten ist, dass eben die Enhanced oder Enchanted, ich kann nicht so gut Englisch, Entschuldigung, halt erweiterte Schadenseffekte. Das ist auf 12 Meter, das heißt 12 Meter Tiefgang, das heißt, die Torpedos muss ich auf 13 Meter einstellen, so. Schnell und Magnetzünder. Jedenfalls in GWX ist noch ein Zusatzmod enthalten, den man, also optional, den man nach Belieben installieren kann, halt die erweiterten Schadenseffekte, die dazu führen, dass Schiffe mehr brennen, öfter brennen und mehr und auch öfter Öl verlieren und so, also Ölspuren ziehen und auch es mehr und stärkere Explosionen gibt. Jetzt gucke ich gerade auch hier, sieht man offenbar keine Rettungsboote. Es wundert mich gerade, dass die Schiffe hier, warum auch immer, keine Rettungsboote aussetzen. Ich denke, auf den kann ich dann auch das Feuer eröffnen. Da sieht man auch am der Stoppuhr, wann der Torpedo ungefähr einschlagen soll. Es kann aber Unterschiede von bis zu einer Minute geben, je nachdem, wie weit die Torpedos laufen. Also wirklich, verlass es auf die Stoppuhr nicht. Hier sieht man auch sehr schön, wie der Torpedo genau unterhalb der Mittschiffslinie und auch genau in der Mitte des Schiffs explodiert ist. Also wirklich am allerschwächsten Punkt und selbst so ein großer Tanker dann innerhalb von kürzester Zeit eben zerstört wird. Also jetzt ist schon klar, dass der nicht mehr zu halten ist. Daher kam da feindliche Einheit zerstört. Und ich kann wieder aus Gotenhafen raus, da ich jetzt alle interessanten Ziele erwischt habe. Ab jetzt gibt es eigentlich nichts Großes mehr zu erledigen. Das heißt, ich... Scheiße, scheiße, scheiße. Wo bin ich? Voll. Ja, das war jetzt. Das steuere ich manuell lieber, bevor es noch weitere Zwischenfälle gibt. Neuer Kurs, Herr Kalan? Grad. Weiß jetzt.
mit dem kollidiere ich nicht. Wobei auch der ist jetzt, wie man sieht, zerbrochen. Also das kann sehr oft passieren, wenn man eben genau die Mittschiffslinie vom Schiff trifft. Der da hingegen ist einfach nur gesunken. Ich glaube, dadurch, dass keines der Schiffe vollständig gesunken ist, erscheinen hier jetzt halt keine Rettungsboote. Aber eben früher oder später werden die schon kommen und dann kann ich es da auch zeigen. Also die Rettungsboote sind auch so eine ganz nette Sache. Eben wie ich im ersten Teil gesagt habe, habe ich halt ganz viele solche Kleinigkeiten an Mods installiert. Also jetzt keine großen Grafikverbesserungen und so. Du sollst einen eingestellten Kurs folgen. So. Ich denke mal, sobald ich jetzt in sicherer Entfernung bin und auftauchen kann, sende ich dann auch einen Statusbericht. Also einfach schick durch, was bei mir Sache ist. So, jetzt mache ich schon mal ein Safe-Game, einfach, falls irgendwas schief geht. Weil Silent Hunter 3 halt mitunter einfach so mal abstürzt. Und ja, ich habe auch kaum noch Reserve-Torpedos, was heißt, ich gehe dann schon direkt nach Kiel, weil ich denke ich mal auf dem Weg dorthin noch genug Schiffen über den Weg laufen werde. So. Jetzt ist die Frage, mache ich nochmal einen Extra-Part, wenn ich in Kiel einlaufe? Oder, nee, ich muss ja sowieso schneiden wegen der Unterbrechung. Was heißt, ich mache jetzt dann wieder die Kamera, den Rekorder außen, nehme dann nochmal auf, wenn ich in Kiel einlaufe. Weil Kiel halt einer der wirklich großen Häfen ist und das dann, hier brauche ich eigentlich keinen einen Suchkurs mehr fahren, da ist nicht mit feindlichen Schiffen zu rechnen. Was heißt, ich kann da dann einfach den direkten geraden Weg durchfahren. So wird das Ganze kürzer. Warte ich noch, bis ich aus der Bucht von Hela draußen bin und unterbrecht dann wieder anstatt das nächste Mal, wenn ich in Kiel einlaufe, einfach weil es, finde ich, ganz nett ist, das mal zu zeigen. Und ja, jetzt kriege ich langsam Probleme im Sauerstoff, weil ich halt doch jetzt inzwischen ja 20 Stunden getaucht bin und ich glaube 48 Stunden ist insgesamt ist das längste, was geht. Nach 48 Stunden muss ich wieder auftauchen, um die Luftvorräte nachzufüllen, es sei denn, ich habe einen Schnorchel. Aber der ist erst ab 1943 verfügbar. So, und da ich eigentlich keine Probleme mit der Batterie habe, gebe ich ein bisschen mehr Gas, um hier auch schneller wieder wegzukommen. Gut, ich denke mal, sobald ich eben auftauchen kann, unterbreche ich dann wieder. Wobei ich weiß gerade gar nicht, ob die polnischen Zerstörer bei Kriegsbeginn mit Radar ausgerüstet sind. Und ja, bei dem Wetter sieht man mich erst auf extrem kurze Distanz. Nee, ich lasse es, also ich tauche jetzt nicht auf, weil ich andererseits selber auch nur auf extrem kurze Distanz sehe. Das heißt, ich bleibe lieber sicher getaucht. Es ist jetzt echt scheiße, dass es die ganze Zeit so ruckelt. Es ist halt einfach, sobald man im flachen Wasser oder Küstennähe ist oder Hafennähe, wird es langsamer. Wenn man dann in Hafennähe, der logischerweise an der Küste ist, wo das Wasser offen obendrein noch flach ist und man getaucht ist, ist halt, ruckelt es nur noch, wenn man den Zeitraffer ein bisschen höher einstellt. Jetzt auch die Batterie auf 50% runter. Ah, eben. So, und jetzt kann ich eigentlich auftauchen. Und jetzt geht der Ärger wieder los mit Diesel, ist nicht ausreichend besetzt. Ich hasse es. Das ist einfach der Ärger mit diesem Mannschaftssystem. Ist da die ganze Zeit irgendeine Abteilung halt rebelliert, weil dort die Besatzung wieder schlapp macht. Und es regt richtig, richtig auf, dass die nicht automatisch ihre Wachen wechseln. All das ist eine der wenigen Sachen, die wirklich scheiße an Silent Hunter 3 ist. Die wirklich schlimm nervt. So. Schleichfahrt kann ich, glaube ich, auch aufheben.
Und dann sende ich jetzt meinen Statusbericht. Da 52.000 Tonnen knapp versenkt, also... Ich glaube, da kann ich mich jetzt echt nicht drüber beschweren, also... Das ist schon eine sehr, sehr erfolgreiche Feindfahrt. So, jetzt gucke ich gerade, wie weit ist noch bis Kiel. Sind... Ja, etwa... 2000 Kilometer, wie viel Reichweite habe ich auf... Geht locker. Gut. Ich denke mal, dann mache ich nochmal weiter, wenn ich in Kiel Einlauf, machen sie weiter, so da, 45. Das bin ich. Mache ich weiter, wenn ich in Kiel Einlauf. Gut. Dann unterbreche ich jetzt und schneide das nächste dann wieder ran, weil ich eh schon schneiden muss. So, hier bin ich doch nochmal. Diesmal befinde ich mich im Kattegat. Das ist hier oben zwischen Dänemark und Schweden. Und gerade eben wurde hier dieser Trampdampfer, heißt da glaube ich, also ein kleiner Frachter, entdeckt. Und ja, jetzt habe ich nämlich ganz vergessen, dass ich das verständlicherweise auch noch zeigen wollte. Und zwar ein Geschützangriff einfach, dass ich das auch mal eben... zeigt, da ist er. Jetzt gucke ich gerade, welches Land, denn inzwischen sind England und Frankreich auch hatten auch Kriegseintritt hinter sich und eben englische und französische Schiffe darf ich somit auch angreifen. Jetzt gucke ich eben, ob es Engländer, Franzose oder Pole ist. Das sehe ich bis hierhin, ist ein Pole. Das heißt, da ist er und fährt nach Nord-Nordwest mittelschnell. Und ja, bei dem Wetter, wie ich es jetzt gerade habe, kann ich nur auf kurze Distanzen wirklich gezielt ein Geschütz schießen. Ja, so erwische ich den nimmer. Irgendwie so halt. Gut, die Besatzung kommt schon mal rein und ja, ich bemann schon mal das Geschütz. Hier sieht man auch, dass sich ein paar Offiziere in die... Weil das die Zentrale gerade nicht vollständig besetzt ist, weil halt auch inzwischen ein paar von den Offizieren schlapp gemacht haben. So. Jetzt wurde ich entdeckt. Jetzt fängt er nämlich auch an, Schlangenlinien zu fahren. Wenn man mal aufs Wetter achtet und wie es das Boot rumschaukelt, da kann ich im Moment wirklich gar nicht im Geschütz zielen unter solchen Umständen. Jetzt kann ich langsam mal, ich glaube jetzt, ja, 600 Meter, jetzt kann ich Feuer eröffnen. Ist Deckgeschütz, also hier die 8-8 bediene ich immer selber, während ich die Flachs. So kann ich da jetzt nicht. Hallo? Ich sollte nämlich eigentlich eine Zieloptik haben, also dass ich auch so eine Art Fernglas hab und auch die Entfernung einstellen kann. Aber warum auch immer kriege ich die jetzt nicht mehr. Also es hätte mich mal interessieren, was da los ist. Auf so kurze Distanzen kann ich auch so zielen. Eben auf Weite, auf über 1000 Meter geht es nicht mehr. Hier ist Deckgeschütz, kann man meiner Meinung nach manuell besser bedienen, während die Flak manuell eigentlich unmöglich ist. Also mit der kann ich gar nicht. Jawohl, kann er. Feuerbordmaschine starten. Langsam starten. Eben, wie gesagt, wo es geht, benutze ich das Deckgeschütz. Einfach da ich mit dem 220 Schuss Munition habe, während ich Torpedos nur 14 Stück dabei habe. Ich probiere es jetzt die ganze Zeit, den knapp unterhalb der Wasserlinie zu treffen. Ich denke mir, nach so einer Explosion wäre vom Schiff eigentlich nichts mehr übrig, aber... Was ich jetzt nämlich auch gerade zeigen kann, sind die Schadensdarstellungen
vom Deck beschützen. Ja, je nachdem, hier sieht man sie sogar schon im kleinen Glas. Und klar, das ist jetzt von meiner kleinen 8-8, also jetzt beispielsweise die 15 Zoll Geschütze der Bismarck machen verständlicherweise größere Löcher. Jawohl, Herr Kalan. Beide Maschinen AK voraus. Neuer Kurs, Herr Kalan? Jawohl, Herr Kalan. Neuer Kurs, Herr Kalan? 3, 2. Eben wenn es. Bei dem Wetter ist eigentlich unmöglich, auch über größere Distanzen als das hier wirklich gezielt zu schießen. Eben, man sieht's auch, ich knalle eigentlich mehr daneben, als ich treffe. Selbst auf 300, 400 Meter oder was das inzwischen nur noch ist. Jawohl, Herr Kalan. Neuer Kurs, Herr Kalan? 3, 4, 2. Jawohl, Herr Kalan. Neue Bordmaschine, Stopp. Eben jetzt Treffer oberhalb der Wasserlinie verursachen eigentlich gar keinen Schaden mehr. Und ich muss die ganze Zeit probieren, unterhalb zu treffen. Es war Glück gehabt. Mal da gerade eben explodiert ist. Jetzt gerade probiere ich es halt hinten die Ruderanlage zu treffen. Einfach um den manövrierunfähig zu schießen. Wobei das ein Deckgeschütz eigentlich unmöglich ist fast. Ich glaube ein oder zweimal habe ich es geschafft. Ab und an habe ich gerade hingeguckt, ab und an mal kann es passieren, dass zwar ein Schiff sinkt, aber es nicht als meine Versenkung gilt. Und ich dachte gerade schon, das wäre jetzt der Fall. Jawohl, Herr Kalan. Ruder 3, 5, Grad Steuerbord. Da hat man gerade im Aufraum so eine merkwürdige Explosion gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ein paar ziemlich komische Bugs drin. Jawohl, Herr Kalan. Ruder 3, 5, Grad Backbord. Schicke ich wieder einen Statusbericht. Auf 10 Torpedos habe ich vorhin verschossen.
unbedingt mal dann. Ah ne, habe ich noch eingezeichnet. Also ich habe jetzt gerade eben eine Weile lang den Skagerrak abpatrouilliert, aber da war offenbar nichts los. Deswegen gehe ich jetzt da quer ab von Libau. Da ist nämlich auch immer ordentlich polnischer Schiffsverkehr. Jawohl, Herr Kalan. Neuer Kurs, Herr Kalan? Ich hoffe halt, dass ich da noch irgendwie was treffe, dass ich einerseits die letzten vier Torpedos noch verschieße und dann noch einfach ja halt noch rausholen. Nachdem ich habe halt durch das ganze Schlangenlinienfahren und so Zickzackkurs, Suchkurs und so einfach kaum noch Treibstoff, also inzwischen glaube ich nur noch 20%. Da hoffe ich halt, dass ich es schaff, bevor hier der Treibstoff ausgeht. Und klar, ich muss noch einen Rückmarsch nach Kiel einplanen. Und eben. Jetzt kann ich hier auch auf offener See mal gucken, ob hier die Rettungsboote nicht vor. Da ist eins. Das ist dieser Rettungsboot-Mod, den ich erwähnt habe. Wenn man da eine Weile lang zuguckt, sieht man, dass die sich halt auch ganz langsam vom Schiff entfernen. Erhöhe ich mal einen Zeitraffer und da sieht man, dass sie halt sehr, sehr langsam. Da am Wrack sieht man, glaube ich, auch, wie furchtbar tief die Ostsee ist. Weil die ist eigentlich mehr eine überflutete Pfütze. Eben im Typ 7 ist man der Ostsee immer sehr eingeschränkt. Von dem her bin ich eigentlich nach Möglichkeit immer im Atlantik. Ich denke mal, dann melde ich mich auch jetzt. Hatte ich das zwischendrin wieder raus, also die Gammeleider, gerade eben kann man an der Uhr sehen, war eine gute Stunde, und cutte ich wieder raus und melde wieder, wenn was passiert. Ist halt auch super ätzend, weil ich im Moment mit Funksprüchen zugebombt werde, also da sieht man es, Funktelegramm, und das ist halt super ätzend, weil der mir da jedes Mal den Zeitraffer wieder auf einfach runtersetzt, beziehungsweise hier sieht man auch, wie ich da zugebombt werde. Und halt einfach vor allem, was es die ganze Zeit ist. Je nachdem, es heißt immer, ja, der Funkverkehr in Salentanta 3 ist so tot und jetzt im GWX haben sie das geändert, aber jetzt nervt es, finde ich, einfach nur noch, wenn der da Funk alle paar Sekunden... Da sieht man es schon wieder. Die ganze Zeit. Es nervt, finde ich, einfach furchtbar. Es gehört auch zu den weniger guten Sachen. Jetzt gucke ich gerade. Nee, das ist ein Holländer, der braucht mich nicht zu interessieren. Nee, der macht nichts. Gut, ich denke mal, dann melde ich mich wieder, wenn wieder was ist. So, und ich mache direkt weiter mit noch einem Geschützangriff. Und zwar wurde gerade eben hier dieser polnische Frachter, ich glaube ein großes Frachtschiff ist es, entdeckt. Und ja, das Wetter hat sich, wie man sieht, sichtlich gebessert und... Was heißt, ich mache jetzt einen Geschützangriff auf ein größeres Ziel, also eigentlich kein großer Unterschied, aber vor allem bei besserem Wetter. Was heißt, ich kann noch auf Distanz schießen, weil es mein Boot nicht so rumwirbelt. Jetzt scheint nur gerade eben die Ortung... Ah ne, hat er verloren zu haben, aber ist wohl doch nicht so. Da ist mein Wachoffizier, der hat inzwischen auch schlapp gemacht und deswegen habe ich den in die Kojen geschickt und... Fährt der lang? Ja. Ich sehe trotzdem zu, dass ich eher auf geringe Distanz schieße. Jetzt eben, ich habe ja selber gerade nicht die Entfernungseinstellungsding am Geschütz, was heißt, auf die Distanz kann ich jetzt gerade selber nimmer schießen. Muss halt die Besatzung machen lassen und die stellt sich entsprechend blöd an. So. Ja, aber mal, jetzt kann auch ich selber schießen. Neue Bordmaschine, Stamm. Ruder 3, 5 Grad Backbord. Ruder 3, 4 Grad Backbord. Da sieht man es auch, dass ich halt schön ganz knapp unterhalb der Wasserlinie anvisieren kann, wo halt der Schaden am größten wird. Aber wie gesagt, auf die Distanz schießt man normalerweise nicht geschützt. Das mache ich jetzt gerade halt, weil es nicht anders geht. Und ab 1941 ungefähr kriegen Frachter auch eine Defensivbewaffnung, da wäre es
kapital gefährlich auf die Distanz. Ups. Zu schießen einfach, weil einerseits, wenn ich getroffen werde, beschädigt es das Boot und das ist auch ungesund für die Besatzung hier an Geschützen. Und daher vermeide ich eigentlich eben Angriffe auf kurze Distanz. Jawohl, Herr Kalan. Beide Maschinen AK voraus. Jawohl, Herr Kalan. Jawohl, Herr Kalan. Steuerbordmaschine stoppen. Jetzt muss ich halt auch zusehen, dass ich in dem Moment schieße, wo das Geschütz halt im richtigen Winkel steht. Also jetzt nicht irgendwie rollt oder so. Also wenn es Bild rollt, dass ich auch schön in die Wasserlinie oder runter treffe. Oder halt auch einfach so. Ich habe kaum noch Treibstoff und werde, denke ich mal, jetzt gleich auch Richtung Kiel fahren. Also lang mache ich nimmer. Feinfahrt. Jawohl, Herr Kalan. Beide Maschinen langsam nach vorne ausrufen. Machen wir dann volle Fahrt. Was das jetzt war, wüsste ich auch gern. Das stinkt nach Bug. Mache ich es halt so. Besatzung an Deck und Seewache. Jawohl, Kalan. Erste Seewache sich klar machen. Seewache auf Brücke. So. Und ich schicke wieder einen Statusbericht. Folge ich auch wieder meinem aktuellen Kurs. Ja, jetzt weiß ich nicht, fahre ich noch dahinter. Auch hier wieder sieht man, wie extrem tief die Ostsee ist und wie viel Möglichkeit man da mit dem U-Boot dann zum Ausweichen hat. Und man kann da eigentlich nur über Kurs, wenn man entdeckt wurde, nur über Kursänderungen ausweichen. Daher ist ab einem gewissen Punkt saugefährlich, mit dem U-Boot in der Ostsee unterwegs zu sein. Und des Weiteren ist die auch, wird die einfach immer stärker und stärker vermint. Nachdem einmal habe ich in so, auch so flachen Küstengewässern einen, Konvoi angegriffen, also mich einsacken lassen, da kann ich, denke ich, mal später erklären, was das ist, und eben sämtliche Schiffe vom Konvoi versenken. Das sah dann super lustig aus, weil halt im flachen Wasser keines der Wracks vollständig versunken ist, man da halt richtig an irgendwelchen herausragenden Mastspitzen oder Aufbauten und so wirklich die Route sehen konnte, wo der gefahren ist. Ich denke mal, dann melde ich mich wieder. Was ich jetzt gerade überlege, ist, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, den, praktisch den Kieler Hafen beim Auslaufen zur nächsten Feindfahrt zu zeigen. Wenn ich da dann auch hier durch den Nordostseekanal durchfahren, dass ich da dann halt das alles an einem Stück mache. Eben hier der Kanal ist auch eine der Änderungen von GWX. Also vor GWX musste man immer da einmal ganz den großen Umweg fahren, um von Kiel oder sonst von der Ostsee in den Atlantik zu kommen. Und bin ich auch ganz froh drum, dass es diesen Kanal jetzt gibt. Also dann schneide ich, denke ich mal, das nächste wieder raus.